Hallo und willkommen zurück bei Metro Last Light. So, das letzte Mal haben wir ein Banditenlager ausgehoben. Und jetzt preschen wir hier durch die Tür. Tür, haha. Durch die Absperrung. Mit Vollgas. Und zack, au, 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 au. Oh nein. Katharina ist kaputt. So ein Mist aber auch. Das heißt für uns, wir müssen jetzt zu Fuß weiter. Aber auch das kriegen wir hin. Hoffe ich doch. Oh oh. Ich wusste doch, dass das nicht so gut ist, jetzt zu Fuß zu latschen. Wenn alles voller Nosal ist hier. Oder Telepathen oder was auch immer. Da geht Tier hier rum, kreucht und fleucht. Oh oh. Oh ja. Ich erinnere mich. Wieso bin ich denn im Licht? Ja, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich tatsächlich irgendwo ein Nachtsichtgerät übersehen habe. Ich meine mich zumindest daran erinnern zu können, dass ich an der Stelle hier schon mal ein Nachtsichtgerät hatte. Oh. Ganz cool. Scheint, als wäre hier ein Nest. Oh Gott, das klingt überhaupt nicht gut. Wow. Eine vierläufige Schrotflinte. Oh je, oh je. Na gut, dann. Es hilft nichts. Ich muss ja sowieso da lang. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Jetzt haben wir den Teufel darauf beschworen. Zack, bloß. Schnell nachladen. Da kommen noch viel, viel mehr. Da wäre schon der nächste. Wow. Oh, lad nach, lad nach. Oh oh, oh oh. Artyom, mach hin. Oh je, oh je.
Oh oh, oh oh. Oh, Alter. Das geht nicht gut aus. Oh nein! Oh oh, oh oh, oh oh. Ja, dann komm hin! Ah, toll. Hätte er nicht ein bisschen schneller kommen können? Verdammt! Jetzt sind wir wieder hier. Scheibenkleister, okay. Na gut, dann nochmal das Ganze. Vielleicht diesmal mit Dampfgranaten. Sag bloß. Oh nein. Mach hin. Oh oh, da kommt der nächste, da kommt der nächste. Alter! Okay. Oh, wie langsam lädt denn der nach? Oh nein, nicht schon wieder. Komm schon. Oh, jawohl, geschafft. Oh, Gott sei Dank. Kannst du mir später erzählen. Jetzt sind wir erstmal in der Fahrrinne und planen den Kurs zur Basis. Der Schnee an der Oberfläche beginnt zu schmilzen. Zu den vertrauten Schienenwagen haben sich nun Boote gesellt und Fischer. Einer davon ist gerade rechtzeitig erschienen. Schon bald werden wir in Venedig anlegen. Pavel ist sehr wahrscheinlich bereits dort. Das glaube ich auch. Normalerweise angle ich nicht in diesem Tunnel. Aber ich hatte so eine Ahnung, dass die hier ganz gut anbeißen würden. Einpacken! Oh nein! Sind nicht nur Fische im Wasser. Das wirst du schon bald selber sehen.
Halte dich an der Reling fest, wenn ich dich warne. Okay. Kopf einziehen. Dieser Tunnel führt zum Platz der Revolution und der Roten Linie. Ich habe heute ein Boot von da kommen sehen. Ein paar schwere Jungs, keine Flüchtlinge. Bleib jetzt still. Die mögen keine Geräusche. Und dies ist ihre Welt. Sieh nur, wie sie dort ruhen. Ganz ruhig. Wir wollen euch nichts tun. Niemand weiß, woraus diese mutiert sind. Wir nennen sie Schrimps. Hässlich wie die Nacht. Aber eine gute Mahlzeit, insbesondere mit mir. Schon geht's los. Lass sie nicht an Bord. Die könnten uns zum Kentern bringen. Dann gib Gas. Oh nein. Merkt das, ihre Miststücke. Wow. Ja, noch was. Gut gefangen. Nimm das. Nein, tust du nicht. Oh, weg mit dir. Au. Sag mal. Oh, das ist neben mir. Jetzt geht's los. Wildwasserbahn fahren. Oh, das passiert nicht oft. Anscheinend haben wir Glück gehabt. Das unterirdische Venedig. Eine Insel in den finsteren Gewässern der unterirdischen Flüsse. Über dieses Venedig kursieren wirklich üble Gerüchte. Ich habe gehört, es sei eine einzige große Räuberhöhle. Aber etwas weiß ich mit Bestimmtheit. Pavel hat Venedig erreicht und wenn ich nicht zu spät bin, ist er noch hier. Meine Hauptaufgabe ist es, den Schwarzen zu finden. Aber ich muss auch Korbuts Pläne aufdecken, damit ich den Orden warnen kann. Dann machen wir das doch. Anscheinend haben wir es geschafft. Hey, bist du eingeschlafen? Unsere Fische hier sind echt bezaubernd, stimmt's? Schienen jedoch schlechte Laune zu haben, als wenn vor uns schon jemand da durch ist und sie verärgert hat. Mhm.
Macht auf! Die Fischer sind vom Meer zurück! Ja, ich sehe euch. Schon gut. Und wer ist das? Den Typen habe ich im Tunnel aufgelesen. Du meinst doch nicht, dass ich ihn dort hätte zurücklassen sollen, oder? Was? Und mir das Leben leicht machen? Natürlich nicht. Erst diese Roten, jetzt das. Und ich öffne und schließe immer wieder das Tor. Du könntest wenigstens mal ein Mädchen mitbringen. Und was würdest du damit machen, wenn ich es mitbrächte, Semenovic, hä? Du bist doch viel zu alt dafür. Übrigens solltest du besser das Tor runterlassen. Sonst kommt womöglich tatsächlich eine Frau, nämlich die in Schwarz und mit der Sense. Keine Sorge, Semenovic, überlebt euch noch alle. Hallo, Fedor. Wie war der Fang? Nicht einer hat angebissen, es sei denn, du zählst auch die Shrimps mit. Und davon gab es mehr, als mir lieb ist. Ich wurde von ihm hier gerettet. Artyom heißt er. Freut mich, dich kennenzulernen, Artyom. Danke für deine Hilfe. Also, was genau ist passiert? Die Shrimps überfielen uns, als wir die Gabelung erreichten. Ah, hätten mir fast mein Floß zerfetzt. Ich frage mich, was die für einen Anlass haben. Ach, das ist leicht. Die Roten sind da durch und wollten sich mit unseren verehrten Nachbarn treffen. Schien sie nicht zu interessieren, was sie aufgewühlt hatten. Ach so, deshalb. Sieh mal, Artyom, ich nehme an, es lässt sich nicht verkeimlichen. Venedig ist voller Gangster und im Abschaum der ganzen Erde. Die gehen zu anderen Stationen, um zu plündern und zu morden. Aber hier ist alles friedlich. Fang du also keinen Scheiß an. Ich will hier keinen Ärger. Simon! Okay, Simon! Ich will mit dir reden. Sag mal, weißt du, wo unsere roten Gäste sind? Im Bordell natürlich. Wer ist das da bei dir? Das ist Artyom, der Herr der Shrimps. Du solltest sehen, wie er schießt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so gut ist wie er. Ein Revolverhead, was? Würdest du mir helfen, ein paar Bösewichter zu erledigen? Simon, ich wusste es. Fällt dir nichts Neues ein? Aber es sind gerade fast alle am Lager versammelt. Wenn das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann weiß ich nicht wann. Unter uns beiden, wir könnten in der Lage sein, sie zu erledigen. Ich habe es dir bereits unzählige Male gesagt. Und ich sage es noch einmal. Nein, ich brauche diese Scheiße hier nicht. Hast du mich verstanden? Ja, ich hab dich verstanden. Gut, dann lasse ich euch beide jetzt mal alleine. Okay. Tschüss. Pah, wie kann ausgerechnet er in einer Station voller Krimineller die Verantwortung haben? Hey, Simon, du kennst dich doch mit Motoren aus, oder? Ja, was ist denn los? Weiß nicht. Gestern war noch alles in Ordnung. Jetzt hustet und spuckt er nur noch Rauch. Also, wir haben es nach Venedig geschafft. Dann wollen wir noch mal sehen, wie es hier aussieht. Oh. Geh mal ein Stück zur Seite. Entschuldigung. Was ist da drin? Filter, jawohl. Warte einen Moment. Wir fangen uns einen Fisch und Tante Nadja wird ihn uns braten. Woher weißt du, dass du einen Fisch und keinen Krebs fängst, so wie Mama? Wie bitte? Krebs? Ach, den fängt man nicht mit einem Haken. Aber Mama hat ihn sich gefangen und ist gestorben. Ich will keinen Krebs fangen. Nein, wir werden keinen Krebs fangen. Wir haben jetzt einen Detektor. Was ist denn ein Detektor? Ein Ding, mit dem man den Krebs verjagt? Nein, Schätzchen. Er zeigt, wie viel Strahlung in einem Fisch ist. Zeigt er auch Krebs? Also, wenn man Fisch isst, der nicht viel Strahlung hat, dann kriegt man keinen Krebs. Ich wünschte, wir hätten so etwas gehabt, als Mama noch lebte. Und woher weiß das Ding, dass Fisch und nicht Krebs anbeißt? Sieh mal, Schätzchen. Mit deinen Fragen verscheuchst du alle Fische.
Geh und spiel mit den Jungs, während ich unser Abendessen fange. Ich will aber nicht. Die Jungs sind alle doof mit ihren doofen Spielen und diesen doofen Booten. Ich hab Hunger. Hat schon ein Fisch angebissen, Papa? Nein, Schatz, noch nicht. Papa, hat jetzt ein Fisch angebissen? Ah, Kinder. Nein, noch nicht. Typisch Kinder. Ich bin gewundert, auf was Geier zurück. Während wir da waren, gingen ich und die Jungs zu dieser Frisch. Oh, sind doch verschissen, oder? Dieses Fisch da. Na? Möchtest du etwas, junger Mann? Was hast du denn? Du hast die Wahl. Es ist alles frisch. Ach ja? Sieht irgendwie nicht so aus. Lass mal stecken. Guter Fisch zum guten Preis. Na los, lass mich durch. Hey ja, das sind nicht alle so garstig hier. Da bekommt irgendjemand bestimmt. Guck mal, er hat was zu trinken. Hör zu, Mann. Ich brauche sofort guten Scheiß. Frische Fisch. Heute Morgen alles, was du hast. Aber du musst es doch irgendwie tragen. Du hast das Zeug doch auch in einer Tasche hergebracht. Gib mir, womit auch immer du es trägst. Es sind aber 10 Liter. Wir sind zu zweit. Wie meinst du das, zu zweit? Was ist mit Timon und Siri? Sie können sich selbst was suchen. Weißt du was? Du bist ein echtes Arschloch. Respekt, Mann. Was zum Teufel glotzt du so? Aber die Patronen. Unsere Patronen stecken wir dir in den Bauch. Einverstanden? Was an? Na los, Bewegung. Ja, sonst bezahlen wir sofort. Hey, sieht so aus, als hätte er seine Meinung geändert. Nein, Mann. So wird das nichts. In Ordnung. Lass ihn einfach. Er versteht jetzt. Gib mir die Flasche und bedank dich bei uns. Danke. Siehst du? Problem gelöst. Na los, gehen wir. Gehen wir. Mann, was für ein Brüller. Die Patrone. Oh, die haben dich beklaut, die Arschlöcher. Ja. Vielleicht ist es irgendwo eingerastet. Ja, probiert ihr mal weiter. Junger Mann, hast du vielleicht ein paar Patronen übrig? Klar. Wäre es mit noch einer? Na, du bist ganz schön geizig. Aber na gut. Danke nochmal. Oh. Oh, jetzt spielt er für uns. Alles für die Gäste unserer Station. Ich habe jetzt aber keine Lust, mir das Ganze jetzt hier anzuhören, ne? Wer weiß, wie lange das dauert. Na gut, ich geh. Das war zu viel des Guten. So, was ist hier noch? Darf ich mal? Was haben wir hier drin? Ne, wir lassen mal liegen. Was als nächstes bricht? Hey, Fischgesellen, bewegt deine Schwanze, Modde. Ey, Ruhe. Versuchen wir es noch. Guter Fisch zum guten Preis. Versteckte Tasche am diskreten Schulterkorb. Oh, hier gibt's was zu essen. Lecker Suppe. Na, Kleiner? Bitte, hilf mir, ja? Ich wünschte, hier gäbe es mehr Besucher mit dir. Danke. Ich kann's nicht mehr sehen.
hättest du nicht wenigstens etwas Brot besorgen können. Wo soll ich denn Brot herkriegen? Das haben die nicht mal an der Novokuznetskaya. Macht keiner auf. Und hier? Wer ist da? Wer? Artyom. Pass auf. Du bist nicht von hier. Da könntest du einem Ortsansässigen doch mit einer Patrone oder zwei aushelfen. Na gut, eine noch. So. Danke, Kumpel. Jetzt reicht's Danke. Aber. Ja, da ist der Bürgermeister. Und? Hast du dich etwas umgesehen? Ich habe etwas für dich. Lass uns offen reden. Scheint so, dass du hier für immer festhängst. Überall abgesoffene Tunnels. Und wenn du zur Novokuznetskaya gehst, bist du vermutlich so gut wie tot. Dir sind wohl die Möglichkeiten ausgegangen. Also, hier mein Vorschlag. Du könntest einfach bei uns bleiben. Du bist jung, du kannst Dinge erledigen. Und wir haben in Nukoma nichts einen Job für dich. Insbesondere seit die meisten Neuankömmlinge hier nur menschlicher Abfall von der Novokuznetskaya sind. Denk einfach mal drüber nach. Du arbeitest erstmal bei unseren Fischern, machst dich mit allem etwas vertraut. Und dann wird es dir vielleicht schon hier gefallen. Wir könnten sogar ein nettes Mädchen für dich suchen. Nun, ich will dir keinen Druck machen. Ruh dich erstmal etwas aus und halt dich vom Ärger fern. Die Banditen scheinen heute besonders streitlustig zu sein. Alles klar, ich halte mich vom Ärger fern. Aber hier bleiben tue ich auch nicht. Okay. Gut. Ich würde sagen, das war's dann wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Metro Last Light. Ciao, ciao.